Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Studium Generale der Hochschule Esslingen und unserem letzten Vortrag dieses Semester. Mein Name ist Fabian Diefenbach. Ich darf die nächste Stunde moderieren und die Einführungsworte sprechen. Unser Studium Generale an der Hochschule Esslingen soll dazu dienen, unseren Studierenden, die sich für eine gewisse Fachrichtung entschieden haben, den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen und zu schauen, was gibt es denn nebendran, was gibt es denn an Entwicklungen in der Gesellschaft und in der Welt. Außerdem möchten wir bei dieser Vortragsreihe die Möglichkeit eröffnen, auch die breite Öffentlichkeit einzuladen und mit uns aktuelle Themen zu diskutieren. Der Ablauf ist wie folgt. Nach meiner Einführung erhalten wir einen kurzen Vortrag für etwa eine halbe Stunde. Währenddessen können Sie Fragen stellen und ich werde die anschließende Diskussion moderieren. Ihre Fragen können Sie per Chat stellen und das würde ich gerne mit Ihnen testen. Je nach Programm finden Sie wahrscheinlich unten rechts, falls es noch nicht geöffnet ist, einen Chat-Button. Meine Bitte an Sie ist, testen Sie diesen Chat und mich würde interessieren, haben Sie in den letzten Jahren Ihr persönliches Verhalten aufgrund der Klimakrise bereits umgestellt? Und wenn ja, wie? Also nutzen Sie bereits jetzt den Test, den Chat. Später im Vortrag können Sie über den Chat mir Fragen stellen, die ich dann in die zweite Hälfte des Vortrages einbringen werde. Im aktuellen Semester beschäftigen wir uns mit dem Thema Energiewende, Möglichkeiten und Grenzen. Das große Ziel Klimaneutralität ist ausgegeben. Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Die ersten Schritte sind bereits getan. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch ist in den letzten 30 Jahren von 1,5 auf 16,4% gestiegen. Besser sieht es beim Strom aus. Da ist er von etwa 3% schon auf 46% im Jahr 2022 gestiegen. Aber es ist auch noch ein großer Weg, der vor uns liegt. Die Arbeitsgruppe der Wissenschaftsakademien hat dazu Anfang des Jahres konstatiert, das schaffen wir nur über die Kombination aus Technologie und Verhaltensänderungen. Und in unserer Reihe Studium Generale dieses Semesters haben wir bereits das Thema Verhaltensänderung relativ intensiv beleuchtet, gerade mit dem letzten Vortrag. Heute steht etwas mehr das Thema Technologie im Vordergrund. Passt sehr gut zu unserer Hochschule. Unser Ursprung oder ein Teil unseres Ursprungs ist, dass wir als Ingenieursschule aus der Traufe gehoben wurden und haben weiterhin sehr starkes Standbein in den Ingenieurswissenschaften, unter anderem auch im Bachelor Energie, Gebäude und Umwelttechnik. Einen Master in Energiesystem und Energiemanagement bieten wir an, für die man sich aktuell übrigens noch bewerben kann. Genau aus diesem Feld stammt auch unsere heutige Referentin. Ich freue mich sehr, heute Frau Karin Schumacher begrüßen zu dürfen. Sie ist Bauingenieurin, hat lange Zeit das Thema Altlasten, Geotechnik und Brachflächenrevitalisierung betreut. Ist aktuell Prokuristin bei der ICP Ingenieursgesellschaft. Und ich freue mich darauf, dass Sie uns in den nächsten circa 30 Minuten Einblicke in Ihre Vorstellung geben wird, wie Energieressourcen besser nutzbar sind. Wie konkret geht das? Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Okay, dann freut es mich, dass ich bei Ihnen heute vortragen darf. Ich teile mal meinen Bildschirm so dafür in der Richtung nur einfügen. Ich heiße nicht Karin, sondern Katrin, aber ansonsten alles richtig. Kein Problem. Das ist nur ein kleines T, das ist besonders. Das sind wenig Ressourcen, die können wir noch dazugeben. Dafür. Ich möchte das Ganze, was Sie die letzten Tage gehört haben, ein bisschen mehr von der Ingenieursseite her beleuchten. Von dem, was die Menschen, die wir sind, Ingenieure, zu dem Ganzen beisteuern können und wo da Grenzen sind und was es an grundlegendem Verständnis braucht, damit wir eben nicht in beliebte Fallen tappen, die dabei sind. Fangen wir mal an.
dafür. Wie ist das, ne, an dem Ganzen? Was machen Ingenieure? Sie stellen jede Menge Fragen dazu, zu dem, was da ist. Dieses Thema ist Energiewende, Möglichkeiten und Grenzen, Energie, Ressourcen besser nutzen. Wie geht das? Das wirft für mich jetzt erstmal eine Handvoll Fragen auf. Zum Beispiel, warum ist das eine Frage für Ingenieure? Was haben wir also, Ingenieure und Ingenieure, in den letzten 200 Jahren alles erfunden? Das ist für mich eine ganz zentrale Frage, wenn es um das Thema Klima, Energie und diese Dinge geht. Woher kommt unser heutiger Wohlstand? Ist das für das, was heute das Problem ist, vielleicht Fluch und Segen zugleich? Ich mal überlegt, ne? Was sagt zu der ersten Frage Ingenieur.de dafür? Eine nette Seite im Internet, ne? Kann man sich angucken dafür. Habe ich mir mal angeschaut, ne? Die listen 15 berühmte Ingenieure und ihre bekanntesten Erfindungen auf. Alles Erfindungen, die unser heutiges Leben angenehm machen und auch erleichtern. Warum hier allerdings keine Spülmaschine oder Waschmaschine aufgeführt ist, erschließt sich mir jetzt direkt nicht so ganz. Vermutlich ist die Liste von einem Mann gemacht. Es stand da vermutlich noch ein bisschen was anderes mit dabei. Spaß beiseite. Alles tolle Sachen, die da erfunden worden sind, die uns das Leben tatsächlich erleichtern, alles schön machen. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch eingestehen, das sind alles Erfindungen, die in deren Nutzung heute ursächlich für den dramatischen Anstieg des Energieverbrauchs oder des Ressourcenverbrauchs sind. Und damit in letzter Konsequenz für das, was wir heute an Klimaerwärmung erleben. Ne? Ach, was ich vielleicht noch dazu sagen wollte, ich habe hier links im Balken immer aufgeführt, wo die Sachen, die ich Ihnen hier vorzeige, herkommen, sind alles, vieles davon, echt schöne Seiten, wo eine Menge ganz spannende Hintergrundinformationen zu finden sind. Das hier ist übrigens Bertha Benz, ne? Ohne diese Frau eines Ingenieurs, weil Ingenieurin konnte man damals noch nicht werden, ne? Glaube ich, auch eine Menge so nicht passiert wäre. Gucken wir weiter. Wir haben gesehen, das Problem an dem Ganzen ist, dass wir mit all unseren Erfindungen, mit dem, was Ingenieure machen, eine Menge Ressourcen verbrauchen. Was macht ein Ingenieur jetzt? Er guckt sich das erstmal an und schaut sich an, was bedeutet das überhaupt? Was verstehen wir unter natürlichen Ressourcen? Da fand ich tatsächlich die Definition, die utopia.de, auch eine sehr schöne Seite, dafür auflistet am besten in der Richtung. Das sind materielle und räumliche Ressourcen, sind energetische, materielle und räumliche Grundlage unseres Lebensstandards. Ressourcen wie Erdöl oder Kohle dienen beispielsweise der Energiegewinnung. Also ganz zentral für das heutige Thema. Was ich auch noch ganz spannend finde an dem Ganzen ist, dass man unterscheidet zwischen regenerierbaren und nicht regenerierbaren Ressourcen. Wobei dabei nicht regenerierbare dahingehend definiert werden, dass sie sich erneuern und per Definition dauert das hier für viele Dinge irgendwas zwischen 100 und 1000 Jahre. Also echt ganz schön lang. Was wären jetzt regenerierbare natürliche Ressourcen? Luft, Wasser, Wind, Solarenergie, die Gezeitenströme zum Beispiel, die Atmosphäre als solches, Lebensräume und auch unser Boden. Das ist tatsächlich in meinem täglichen Bürojob eine sehr, sehr wichtige Ressource als solches. Nicht regenerierbare natürliche Ressourcen wären solche Sachen wie Metalle oder ganz oft ein Thema in der Nutzung all unserer Computer und dergleichen, seltene Erden und Erze, Erdöl, Kohle. Man zählt auch Tierarten dazu, Pflanzenarten, die, wenn sie einmal weg sind, ist nichts mehr mit regenerieren. Wir brauchen für diese regenerierbaren Ressourcen, wenn man es oben sich jetzt mal anguckt, also ziemlich lange, bis wir die wieder verbrauchen können, bis die sich regeneriert haben. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man über erneuerbare Energien spricht, als solches. Bildlich dargestellt, was wir mit einem zu hohen Ressourcenverbrauch meinen, ist nett dargestellt in diesem Earth Overdose Overshot Day, also der Tag pro Jahr, an dem wir mehr Ressourcen verbraucht haben, als die Erde eigentlich dalastet. Der Erdüberlastungstag für 2023 wird der 4. August sein, so wie man es bis jetzt ausgerechnet hat. Das mag alles in der Betrachtungsweise diskutabel sein. Im Großen und Ganzen, glaube ich, stellt es aber
gut dar, was das eigentliche Problem ist. Zu meiner Geburt 1971 war das nach der Darstellung noch halbwegs im Lot. Bis heute, 2023, sind wir schon bei 1,7 Erden, wenn man genau hinguckt dafür. Was machen wir jetzt also? Wäre das eine Lösung? Wir schränken uns auf den Standard von 1971 ein. Da waren ja eben auch schon einige Kommentare zu dem Thema, dass man hingehen kann und sagt, na okay, dann fliege ich eben nicht mehr in Urlaub oder solche Sachen. Ne? Reicht das? Ist das ein gutes, probates Mittel? Ich glaube nicht. Das alleine wird es nicht tun, weil wir haben ein klein wenig was vergessen. Wir müssen diese Ressourcen, diese Erde ja mit zunehmend mehr Menschen teilen. Wenn man sich das anguckt, sind wir inzwischen 8 Milliarden Menschen. Die UN schätzt das zwar so ab, dass das weniger, der Anstieg sich abschwächt, ne? Aber damit wären wir 2100 immer noch 11 Milliarden Menschen. Das ist insofern, um es zu teilen, nicht ganz praktisch. 1971 in der Darstellung von eben waren wir 3,7 Milliarden. Wenn ich das umrechnen würde, wir teilen alle Ressourcen, die da sind, durch die 8 Milliarden jetzt, ne, ginge vielleicht noch, wenn ich es durch 11 Milliarden teile, bin ich nur noch bei knapp einem Drittel der Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, um unseren Lebensstandard zu erhalten. Das wäre jetzt schon schwierig, würde ich sagen. Wenn man dabei dann noch berücksichtigt, dass ganz schön viele Menschen von diesen 8 Milliarden nicht den gleichen Standard leben wie wir hier in Deutschland, wird das Ganze noch problematischer. Sich zu reduzieren alleine als einziges Mittel wäre zwar jetzt vielleicht eine politische Lösung, aber ich glaube politisch auch nicht umsetzbar. Deshalb glaube ich oder bin mir ziemlich sicher, dass wir eine Menge mehr Lösungen dafür brauchen in dem Sinne. Was machen Ingenieure jetzt also? Wie geht ein Ingenieur an solch ein Problem heran? Ein Ingenieur, ne, nehmen wir das Beispiel Energie, den Energieverbrauch, darum ging es ja jetzt ja ursprünglich auch in der Frage. Der fragt sich jetzt also als erstes, okay, Energie als Ressource. Was ist das überhaupt? Was versteht man darunter? Wie sieht der Ist-Zustand aus? Was ist der, wie sagt man das als Ingenieur immer in meinem Fall, ne, was ist tatsächlich der Gegenstand, bevor ich mir überhaupt hier Gedanken darüber mache, wo soll es hingehen? Im Moment ist das tatsächlich so, in den letzten 100 Jahren ist der globale Energieverbrauch extrem angestiegen. Dafür gibt es ganz, ganz viele Seiten im Internet, die das sehr deutlich zeigen. Man sieht, dass das in den letzten 2 Jahren gebremst wurde, nur noch etwa 1%. Worauf das zurückzuführen ist, kann man vielfältig diskutieren. Liegt das an Corona? Liegt es daran, dass wir intelligenter geworden sind? Liegt es an vielen Dingen? Ich glaube, das ist müßig. Es ist immer noch zu viel. Insbesondere unsere Industrieländer haben einen besonders hohen Pro-Kopf-Verbrauch und Deutschland zählt ganz vorneweg dazu. Jetzt hat unsere Bundesregierung sich überlegt, was machen wir, ne, um diese negativen Auswirkungen der Energienutzung zu verringern und hat 2 Strategien entwickelt. Einerseits den Energieverbrauch als solches senken. Dafür kommen Energieeffizienzmaßnahmen in Frage, also die Verbrauchssenkung, Effizienz- und Suffizienzstrategien. Das ist ein hübsches Wort, das merken wir uns mal. Andererseits kann ich natürlich auch irgendwie versuchen, mehr von den Energien, die wir nicht regenerieren können, als solches, ne, zu den regenerativen Energien zu bringen, also auf erneuerbare Energien umzustellen. Die Bundesregierung hat diese 2 Strategien auf den Weg gebracht. Ne, sie möchte im Jahr 2010 im Rahmen des Energiekonzeptes wurde das Ziel ausgegeben, den Primärenergieverbrauch von 2020 um 20% bis 2050 um 50% zu senken, jeweils gegenüber dem Verbrauch von 2008. Wenn wir jetzt gucken, ne, ob wir da schon halbwegs gut hingekommen sind. Wir möchten außerdem den Anteil erneuerbarer Energien als Bruttoendenergieverbrauch bis 2050 auf 60% steigern. Ich finde, wenn ich mir im Moment so anhöre, ne, welche Diskussion es auch zu diesem Heizungs,
Gesetz von Robert Habeck und Co. alles gibt, muss man ein bisschen berücksichtigen, dass das jetzt keine Idee unserer Bundesregierung aktuell ist, was wir da tun. Die möchten nicht, weil sie jetzt auch mit eine grüne Regierung ist, Energie sparen oder weil sie das ganz gut finden in der Richtung, ne, die diese ganzen Maßnahmen, Gesetze und dergleichen, die da auf den Weg gebracht werden, wurden, werden und werden müssen, ne, sind dem geschuldet, dass wir einen völkerrechtlichen Vertrag geschlossen haben. Das Übereinkommen von Paris ist die erste umfassende und rechtlich verbindliche Klimaschutzvereinbarung. Die Europäische Union hat am 22. April 2016 unterzeichnet und am 5. Oktober ratifiziert. Das ist also keine Diskussion mehr, ob wir das überhaupt machen wollen. Es geht nur noch darum, wie. Gucken wir uns das nochmal an. Wie macht der Ingenieur das? Er guckt es sich an und überlegt sich, schaut sich an, wie sieht der Ist-Zustand aus? Auf dieser Grafik, finde ich, ist ein bisschen was von dem, was auch in den einleitenden Sätzen schon drin war, beschrieben, gezeigt, visualisiert in der Richtung. Es geht um Primärenergie. Primärenergie sind die Energieformen, die natürlich vorkommen und als Energiequelle genutzt werden, wie etwa Kohle, Gas, Öl, Sonne, Wind und dergleichen, um daraus Sekundärenergieträger wie Strom, Heizöl oder Benzin zu gewinnen. Wenn ich mir die Grafik angucke, von hier ganz links, von 1990 hierüber, dann würde ich sagen, das nimmt nicht so richtig ab. Also die Menge an Energie, die wir verbrauchen, wird nicht so richtig viel weniger. So seit 2000 kommen regenerative Energien ein bisschen dazu, aber richtig gut gefällt mir die Darstellung nicht. Kann man einfach mal so festhalten. Es gibt beim Umweltbundesamt, da ist diese Grafik hier, noch eine zweite Darstellung. Die sieht dann ein bisschen anders aus. Dafür, das finde ich ein bisschen netter dargestellt, sieht etwas optimistischer aus. Also richtig gut, oder nicht, oder? Woran liegt das? Wenn ich mir angucke, Gesamtenergieverbrauch 15.154 Petajoule 1990, 2022 immer noch 11.769 Petajoule. Verteilung hat sich ein bisschen verändert in der Richtung, ne, es ist grün dazugekommen, hat ein bisschen das andere verdrängt, aber die Gesamtmenge ist immer noch sehr, sehr hoch. Wir haben ja inzwischen ganz schön viele Energieverbraucher, wie unseren Kühlschrank und dergleichen, unheimlich verbessert. Es ist jetzt alles super energiesparsam, also AAA. Wir haben Häuser gedämmt und all solche Dinge. Wieso sieht man das nicht? Wieso ist da nicht in den 30 Jahren irgendwie der Energieverbrauch total zusammengeschrumpft? Ganz seltsam irgendwie. Nehmen wir ein Beispiel unserer Autos. Ein Wunderwerk an Ingenieurkunst. Dank des technischen Fortschritts sind Verbrennungsmotoren heute deutlich effizienter als noch vor 60 Jahren. Weil Autos aber heute viel schneller fahren und schwerer sind, benötigen sie trotz energieeffizienterer Motoren im Vergleich zu früher viel mehr Benzin. Wir haben den technischen Fortschritt also zu unserem Wohlstand geopfert. Damit ist eine reine Verbrauchssenkung offensichtlich auch nicht das Mittel der Wahl. Klappt nicht so richtig gut. Irgendwie kriegen wir das so auf dem Weg noch nicht hin. Alle finden Kühlschränke, die weniger verbrauchen, super. Und haben gleichzeitig aber 5 andere elektrische Geräte angeschafft, die das wieder aufknuspern, was wir da verbessert haben. Das ist zum Beispiel auch als ein Beispiel dafür, wenn ich mir meine eigene Stromrechnung angucke, war die vor 20 Jahren ein Bruchteil von dem, was sie heute sind. Gleichzeitig ist aber alles viel effizienter geworden. Das alleine tut es also nicht. Gucken wir mal weiter. Was für Energieeffizienzmaßnahmen gibt es denn noch, die wir da anwenden können? Wir hatten ja eben in der Auflistung, was unsere Regierung vorhatte, so ein komisches Wort, Suffizienz. Muss ich zugeben, habe ich mir vor ein paar Jahren auch noch nie Gedanken darüber gemacht, was das überhaupt sein soll. Hört sich komisch an, finde ich. Wenn man es nachliest, was es ist, steht da, Suffizienz strebt einen geringeren Verbrauch von Ressourcen wie Energie und Materialien an, in denen Menschen weniger konsumieren und weniger Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Suffizienz versucht also nicht, bestehende Bedürfnisse mit weniger oder anderen Ressourcen zu befriedigen, sondern sie hinterfragt die Bedürfnisse selbst. Das finde ich sehr smart, intelligente Sache.
Beispiel dafür: Ein Unternehmen überprüft seine Produktivität und seine Produkte auf Haltbarkeit und Reparierbarkeit. Das bedeutet, defekte Haushaltsgeräte sollten, wenn es irgendwie geht, leicht auseinanderzubauen sein und zu reparieren. Oder sie, so ein Staubsauger, ne, wenn der kaputt ist, muss der nicht gleich auf den Müll. Zweite Säule in der Mitte, Konsistenz. Das Wort kenne ich jetzt eigentlich eher so von, bei mir aus der Bodenmechanik, ne, für Boden. Oder Dosenpilze, finde ich, haben auch eine furchtbare Konsistenz, kann man nicht essen. Okay, Konsistenz in Sachen Ressourcenschonung. Das sucht nach alternativen Technologien und Stoffen, die besser für Natur und Umwelt sind als die bisherigen. Versucht Kreisläufe von der Herstellung über Nutzung und Recycling bis hin zur Wiedernutzung zu schließen. Ein Beispiel zum Beispiel, Unternehmen verkauft Getränke in Mehrwegflaschen statt Tetrapacks. Kann man, zeigen wir gleich noch ein paar Beispiele für, ganz wunderbar auch in der Bauindustrie, wo ich jetzt herkomme, anwenden. Da müssen wir, glaube ich, was die Konsistenz der Kreisläufe betrifft, noch viel, viel weiterdenken. Das Letzte hatten wir eben schon ein paar Mal, eine Effizienz. Ne, das zielt darauf, dass wir ergiebigere Nutzung von Rohstoffen und Ressourcen hinbekommen. Häufig durch technische Innovationen, also all das, was Ingenieure hier machen, ne, indem wir Energie nicht vergeuden, indem wir zum Beispiel die Abwärme nutzen, indem wir in dem Beispiel der Stadt Esslingen die Energie, die wir produzieren, in Wasserstoff umbauen, ne, all diese Dinge, dass da nichts verloren geht. Dafür. Okay, das eigentliche Thema, die Eingangsfrage war ja jetzt Energiewende, wie kriegen wir das hin? Habe ich jetzt mal in meinem Lieblingsnachschlagewerk Wikipedia geguckt, was ist denn eine Energiewende überhaupt? Energiewende ist lustigerweise ein deutschsprachiger Begriff und ist auch in viele andere Sprachen übergegangen und bedeutet den Übergang von einer nicht nachhaltigen Nutzung fossiler Energieträger, der Kernenergie, zu einer nachhaltigen Energieversorgung mittels erneuerbarer Energien. Das hier ist das Kernkraftwerk bei mir vor der Haustür in Philippsburg und ich würde sagen, da sind wir ziemlich gut dran. Da wird es gerade gesprengt und ich denke, demnächst werden da regenerative Energien stehen. Also insofern würde ich sagen, Energiewende, wenn das das Thema ist, nach der Definition von Wikipedia, das kriegen wir hin. Kein Problem. Ganz einfach. Die Frage ist aber jetzt eher, reicht die alleinige Umstellung von in dem Sinne auf erneuerbare Energien? Reicht das, um weiterhin bei dem bisherigen Ressourcenverbrauch zu bleiben? Die regenerieren sich zwar, aber bei der Menge an Ressourcen, die wir verbrauchen, auch regenerativer Energien, bei der Menge an Menschen, die wir sind und bei dem Wohlstand, den wir eigentlich auch anderen gönnen wollen, wird es das wahrscheinlich nicht tun in der Richtung. Ich denke, wir brauchen, auch dieses komische Wort, Suffizienz und Konsistenz. Wenn ich überlege, dass wir 100 bis 1000 Jahre für die Regenerierung brauchen, naja, das könnte knapp werden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, selbst ein Windrad verbraucht in der Produktion und im Transport bis an seinen Platz nicht regenerierbare Ressourcen und nicht so wenig. Wir diskutieren im Moment an ganz schön vielen Stellen, was wir mit den alten Windrädern machen. Das, was wir da gebaut haben, in den Flügeln, kann man nicht mehr auseinanderbauen. Das landet in Summe, wie es ist, leider auf der Deponie. Also eigentlich noch keine zu Ende gedachte Lösung. Dafür. Da ist jetzt die Überlegung, vielmehr muss die Frage also daher nicht lauten, wie wollen wir in Zukunft die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen? Wie holen wir das Beste aus den Ressourcen heraus? Und wo kommt hier, meine zentrale Frage, jetzt wieder der Ingenieur oder die Ingenieurin ins Spiel? Wie machen wir das besser? Ich habe jetzt mal, damit deutlich wird, ne, dass das keine Aufgabe für einzelne Menschen, für unsere Politik ist oder wie das auch immer aussieht, sondern eine hochkomplexe Aufgabe ist, die ich tatsächlich bei sehr vielen Teilnehmern eher sehe, mal ein paar Beispiele davon mitgebracht, wie Ingenieure dazu beigetragen haben, den Ressourcenverbrauch, den wir ja mit all unseren Erfindungen irgendwie auch angekurbelt haben, wieder besser zu machen. Ich finde, da sind
Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt davon, aber darüber könnte ich Ihnen jetzt den ganzen Tag dozieren, wie viele schöne Beispiele es dafür schon gibt, wo wir in Summe das Ganze in ganze Ecke besser gemacht werden haben können. Der WWF zum Beispiel schätzt, dass der Erdüberlastungstag, den wir eben hatten, um 29 Tage, also fast einen ganzen Monat, oder wenn wir den Februar nehmen, um einen ganzen Monat gesenkt werden könnte, wenn wir Städte intelligenter machen. Was heißt das, intelligenter machen in der Richtung? Indem wir die Stromverteilung besser machen, das ist auf der Seite vom WWF noch mehr erläutert, was damit gemeint ist. Wir müssen unsere Transportmittel besser machen und. Also wir können tatsächlich allein dadurch, dass wir die Städte effizienter und intelligenter machen, das Ganze um einen ganzen Monat zurückdrehen. Das ist ja schon mal nicht schlecht, finde ich, dafür. Und das ist etwas, was eine echte Ingenieursaufgabe ist, im Kleinen wie im Großen. Ein anderes Beispiel hat Ihnen der Bürgermeister der Stadt Esslingen zu Beginn der Vortragsreihe vorgestellt. Ein Wohnquartier mit Energieüberschuss. Also wenn das mal nicht was Tolles ist in der Richtung. Das finde ich ist tatsächlich ein ganz wunderbares Projekt. Ich finde, es ist, soweit ich das weiß, tatsächlich auch in der Region hier und in Deutschland ein sehr einmaliges Projekt. Und wenn man sich es genauer anschaut, finde ich, ist das Intelligenteste daran, dass es durch die intelligente Vernetzung richtig gut wird. Da kommen richtig tolle Sachen daraus, von dem, was die Ingenieure so tun. Gucken wir mal noch ein Beispiel an. Finde ich ein Beispiel, was im Moment ganz zentral in aller Munde ist. In dem Sinne, der WWF glaubt, sind nur 5 Tage, die wir da Ressourcen sparen können. In dem Sinne, wenn ich mir angucke, welche Reise jedes Kleidungsstück, bis es bei uns im Kleiderschrank ist, hinter sich hat. Und wenn ich mir angucke, was wir gerade in vielen Nachrichten lesen, was wir mit Fast Fashion anrichten, mit Dingen, die wir tatsächlich dann irgendwo wieder abkippen. In dem Sinne, da würde ich sagen, das wäre ein fantastisches Thema für Suffusion, für Suffizienz, wenn wir Kleidungsstücke länger haltbar machen und vielleicht auch nicht ganz so in eine Wegwerfindustrie kommen. Und zentrales Thema finde ich, was Kleidung betrifft, da komme ich am Ende auch nochmal drauf, ich finde die Sichtbarmachung dessen, was wir da tun, wo verbrauchen wir unsere Energie, die wir da haben, ne, dass das bewusst ist und in dem Bewusstsein der Menschen auch Eingang findet, ist das zentrale Thema dessen, was Ingenieure meiner Meinung nach tun sollten. Das hier, ne, wäre jetzt ein klassisches Verzichtsthema, wie man Kleidung länger haltbar macht, hingegen ist auch wieder ein klassisches Ingenieurthema. Kommen wir zu etwas, was jetzt meine Branche ist. Ich bin ja Bauingenieur und mein Büro, also die ECP, beschäftigt sich hauptsächlich mit Abfall. Unsere Kernkompetenz ist tatsächlich Deponien bauen oder Abfallströme besser zu machen, Baustoffe besser zu machen, all diese Dinge. Ich mir das jetzt angucke, 54,7% des gesamten Abfalls kommen aus der Baubranche. Was machen wir da? Das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Man sollte eigentlich meinen, dass ein Gebäude überhaupt keinen Abfall produziert. Das ist aber nicht so. Sondern über die Hälfte unseres gesamten Abfallaufkommens, was wir da haben, ist aus der Baubranche. Wenn das mal keine Ressourcen- und Energieverschwendung ist, die da stattfindet. Das heißt also eigentlich ein riesen Betätigungsfeld. Da können wir ganz viel verändern. Das Bauwesen ist als ressourcen- und müllintensivste Wirtschaftsfaktor überhaupt. Deutschland verursacht gemäß Umweltbundesamt im Bauwesen 54,7% des gesamten jährlichen Müllaufkommens. Das sind nach deren Schätzung 209 Millionen Tonnen, die da zustande kommen. Bauschutt, Abbruchmüll, eine ganze Menge kommt da zusammen. Wenn man sich das anguckt, ne, gibt es eine nette Aufstellung vom Zentrum für Ressourceneffizienz, sind das 517 Millionen Tonnen mineralische Baustoffe, die wir nicht vergeuden müssten dafür. Ne? Das gibt eine ganze Menge andere Varianten davon, wie man da besser mit hinkommen kann. Ein, finde ich, von der Ingenieurskunst und von dem, was man da entwickeln kann, wunderbares Konzept, so etwas nachhaltiger zu gestalten, effizienter zu gestalten in der Richtung, ist das Konzept Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege. Dafür habe ich auch ein paar Beispiele aus Ihrer Umgebung mitgebracht. Das wäre zum Beispiel hier
In Ludwigsburg die Fuchsschule als solches, ne, das Gebäude verwendet nur Baustoffe, die nach diesem Cradle-to-Cradle-Prinzip ausgewählt wurden. Die Werkstoffe können demontiert und wiederverwendet bzw. recycelt werden. Das heißt, Cradle-to-Cradle heißt von der Wiege zu Wiege, also ein verlustfreier Kreislauf von Ressourcen dafür. Wenn das Beispiel Schule macht, ist mein Job bald überflüssig. Wir brauchen keine Deponie mehr, was wahrscheinlich nie eintreten wird als solches. Dafür ein anderes Beispiel, auch bei Ihnen aus der Umgebung. Cradle-to-Cradle-Projekt aus Ihrer Nachbarschaft ist die Feuerwehr in Straubenhardt. Dafür. Das ist auch ein wunderbares Projekt, in dem die Baumaterialien tatsächlich nach der Nutzungsphase des Gebäudes komplett wieder auseinandergenommen werden können. Dabei spielt die Auswahl und die Materialien, die da verbaut werden, eine Riesenrolle. Das sind also keine Baustoffe, wie wir sie heute an vielen anderen Stellen verwenden, indem wir zum Beispiel einen Wärmedämmverbundputz irgendwo drauf machen, den wir zusammengeklebt haben. Dafür, den wird man nie wieder auseinanderbauen können. In der Richtung. Also meiner Meinung nach ist meine Branche, die Baubranche, eine, wo wir ganz, ganz viel Ingenieurskunst noch brauchen, um Baustoffe zu entwickeln, die halt eben ressourcenschonend sind und damit auch energieschonend. Einer der größten Energieverbraucher unserer Zeit ist tatsächlich die Betonproduktion. Und wenn wir Beton wegwerfen hinterher, also zu den vielen Millionen Tonnen, die dann an Bauabfällen da landen, haben wir eine Menge Ressourcen verbraucht, die wir selbst mit den besten Kühlschränken in der Richtung nie wieder reinholen. Dafür kann man können wir den ganzen Tag um die Welt fliegen, in Summe. Dafür. Was bedeutet das jetzt also? Was war jetzt die eigentliche Frage? Wie können wir Ressourcen besser nutzen? Dafür. Boah, ich würde sagen, eine allgemeingültige Antwort auf diese Fragen gibt es nicht. Wir werden an sehr, sehr, sehr vielen Stellen gleichzeitig schrauben und besser werden müssen. Wir müssen effizienter, wir müssen konsistenter und ich glaube, ein gutes Stück tatsächlich auch suffizienter werden. Also uns überlegen, brauchen wir das hier? Können wir das irgendwie anders nutzen? Ist das zum Beispiel, indem ich die Bohrmaschine nicht mehr besitze, sondern sie mir in meinem Viertel leihe, nicht eine viel bessere Alternative? Wir müssen aber auch alle, und zwar wir alle miteinander, überlegen, wie können wir die Ressourcen, die wir hier haben, besser nutzen? Damit meine ich Ingenieure, wie wir hoffentlich hier viele haben, die uns zuhören, aber auch alle drumherum. Ingenieure werden die wichtigsten Erfindungen dafür beisteuern. Ingenieure werden all die Ideen, die wir brauchen, entwickeln und umsetzen. Wir brauchen also in Zukunft sehr, sehr viele Ingenieure und mein Arbeitgeber, ich würde auch gerne noch eine ganze Menge von Ihnen einstellen. Und ich hoffe, es hören dir viele Ingenieure zu, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Das finde ich die Hochschule in Esslingen eine, die da ganz wichtig ist. Damit all dies in der Breite der Gesellschaft funktionieren kann, in der Richtung, ne, ist das, was wir Ingenieure entwickeln müssen, muss das so transparent wie möglich sein. Wenn ich verständlich machen kann, welche Ressourcen in welchen Werken stecken, wird sich der Umgang mit eben diesen Ressourcen verändern. Ebenso mit der Energie und all diesen Dingen. Welchen Wert haben unsere Ressourcen? Wertschätzung bedeutet, dass Ressourcen einen Wert geben. Für Ingenieure bedeutet das andersrum, dass wir etwas messen müssen. Lassen Sie sich messen. Werden Sie messbar. Helfen Sie hochmotiviert mit, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Genau das ist es, was Ingenieure oder Ingenieurinnen tun in der Richtung. Und wenn wir das noch verständlich hinkriegen und erläutern können, warum, wieso, weshalb es nicht nur der Kühlschrank ist, den wir zu Hause haben, ne, sondern auch ganz, ganz viele andere Dinge, die wir mitmachen müssen, die wir in dem Baugewerbe umbauen müssen, die wir in unseren Kleidungsstücken, eigentlich an jedem Stück in unserem Alltag umbauen müssen, dann kann das gelingen, glaube ich. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, steht für Fragen zur Verfügung. 34 Minuten war ganz gut, oder? Perfektes Timing. Und auch inhaltlich sehr spannend. Vielen Dank, Frau Schumacher, für Ihren Vortrag. Die ersten Fragen habe ich bereits über den Chat erreicht, aber Sie können mir gerne weitere zuschicken, die ich dann in die Diskussion mit einbringe. Ich starte mal mit einer Frage, die
vielleicht von einem Ingenieur stammt, weiß ich nicht, stand nicht dabei. Er hat sich nämlich, oder sie, die Grafik genauer angeschaut mit dem Primärenergieverbrauch in Deutschland und ausgerechnet, er sei seit 1991 ja doch schon um rund 22% zurückgegangen. Das ist doch eine erhebliche Senkung, oder sehen Sie das anders, schreibt Das sehe ich tatsächlich anders. Viel wichtiger ist die Verfügbarkeit günstiger Energie in ausreichender Menge, um die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Industrien, Chemie, Metall, Glas und so weiter am Standort Deutschland nicht zu gefährden. Wenn die Energie nicht hier günstig zur Verfügung steht, dann besteht aus der Sicht des Teilnehmenden die Gefahr, dass die Jobs ins Ausland abwandern und wir hätten wahrscheinlich wenig gewonnen. Ich finde, das ist ein Totschlagargument, diese Dinge. Und genau das ist das, was ein Ingenieur halt eben nie tun darf, ne, die Diskussion beenden mit so einem Totschlagargument. Das ist, wenn wir es besser machen wollen, ist irgendwo anders jemand preiswerter machen kann. Das, was ein Ingenieur tun muss, ist dafür sorgen, dass hier genügend Energie zur Verfügung steht für das. Und dass die Energie, die diese Industrie bei uns braucht, halt eben so ressourcen- oder energiearm quasi wird, dass wir uns das leisten können für diese Dinge. Ne? Nehmen wir die Glasindustrie. Ich glaube, letzte Woche hat eine unserer größten Glasindustrien, die Firma WEG, ne, WEG Gläser, WEG Glasbausteine, Insolvenz angemeldet dafür. Ne? Und das Thema ist da tatsächlich Energie im Großen und Ganzen. Andere Firma, die Firma Schott, hat keine Insolvenz angemeldet. Diese Firma hat ihre Produktion auf nachhaltige Energie mit Wasserstoff umgebaut dafür. Welche von beiden ist jetzt das, was wir in Zukunft haben wollen? Ne, die Firma, die wie WEG, ne, mehr oder weniger ihre Produktion ins Ausland verlagert, oder die intelligentere, die zusieht, ne, dass sie hier Arbeitsplätze rettet, indem sie die gesamte Produktion auf nachhaltigere Füße stellt? Und da kann ich tatsächlich nur an alle Ingenieure appellieren, das ist das, was wir hier tun müssen. Wenn wir damit drohen, ne, dass der einfache, bequemere Weg ja einfach ist, dass die, unseren Ressourcenverbrauch woanders hin zu verlagern, dann tun wir genau das, was Kleidungsindustrie tut. Wir produzieren ein T-Shirt für 1 Euro in Bangladesch, ziehen es nicht an und wundern uns dann, dass all diese Klamotten irgendwo in Südamerika in der Wüste vor sich hin rotten und verbrannt werden. Das kann es nicht sein. Das definitiv nicht. Und da retten die Arbeitsplätze die Erde dann auch nicht. Vielen Dank. Ich fasse mal zwei weitere Fragen zusammen, die in eine ähnliche Richtung, aber mit einer bisschen anderen Ausrichtung gehen. Mhm. Es geht um das, was wir hier in Deutschland an Firmen und an Technologie aktuell schon haben. Die erste Frage geht in die Richtung Recycling. Der Teilnehmer stellt fest, in Deutschland haben wir eine relativ hohe Recyclingquote in den Firmen und macht die deutschen Ingenieure dafür verantwortlich. In anderen Ländern sieht das noch nicht so gut aus. Wäre das nicht ein Thema Recycling und Ressourcenmanagement, was stärker auch als Export-Case verwendet werden sollte? Und die zweite Frage von einem anderen Teilnehmer stellt, Sie haben es vorher erwähnt, intelligente Städte in Deutschland ins Zentrum. Der Teilnehmer sagt, intelligente Städte haben wir bereits in Deutschland. Wieso werden diese nicht generell als Beispiel auch im Ausland verwendet? Okay, kommen wir zur ersten Frage mit dem Export von Recycling. Das kann ich ganz gut beantworten, weil die ICP ist tatsächlich ein Unternehmen, was den Teil Abfallwirtschaft und damit auch das Recycling von Abfällen in dem Sinne, dass auch alles Ressourcen sind, weltweit macht. Das stimmt, Deutschland ist Weltmeister im Recyceln in dem Sinne, wobei wir da nicht vergessen dürfen, dass wir in Deutschland unfassbare Mengen an Produkten, Verpackungsmaterialien, Kartons und weiß ich nicht was alles recyceln und deshalb glauben, ist alles super. Recycling selber ist nur dann super, wenn das tatsächlich in einem ernsthaften Kreislauf passiert und wenn ich dann auch noch das hinkriege, beim Recyceln nicht unfassbare Mengen Energie zu verbrauchen dafür. In Deutschland sind wir so, dass wir in den Supermarkt gehen und kaufen eine Zahnpastatube, die in einem Extrakarton steckt. Ist das sinnvoll?
Nur weil wir es recyceln können, den Pappkarton einem Recycling zuführen? Glaube nicht. In dem Sinne, wenn ich mir angucke, was wir in vielen Ländern im Ausland machen, da ist Recycling tatsächlich an ganz schön vielen Stellen gar kein Thema, weil einfach gar nichts da ist zum Recyceln. In der Gesamtbilanz der Ressourcen, die wir verbrauchen, sind die Länder, die nicht viel recyceln, tatsächlich sehr viel besser als wir, weil sie einfach gar nichts verbrauchen, was man recyceln könnte. Insofern glaube ich nicht, dass unser grüner Punkt und das, was wir da tun, ein Exportschlager werden sollte. Deutschland ist Weltmeister im Gesamtmüllaufkommen. Dass wir den recyceln, macht es einen Hauch besser, aber nicht gut. Das, was passieren muss, ist, dass diese Stoffe gar nicht erst recycelt werden müssen. Und wenn sie denn recycelt werden, dann in einem ganz anderen System, wo wir tatsächlich Cradle to Cradle eher so sind, dass wir alle Stoffe, die da drin sind, zurückgewinnen und das so energiearm, wie es irgend geht. Das sollten wir in der Tat retten, in woanders hin exportieren. Das zweite Thema, intelligente Städte. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Städte, die das schon viel intelligenter gelöst haben. Und da sollten wir voneinander viel lernen. Da finde ich, sind viele Städte, vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern dabei, dafür, wo es wunderbare Fahrradtunnel durch die ganze Stadt gibt, wo man ganz viel von dem Individualverkehr woanders hin weggemacht hat. Das finde ich tatsächlich, da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen für, ne, wo man sich Sachen abgucken kann und Städte smarter und intelligenter machen kann. Ja, das ist so. Das sollte auch tatsächlich, wenn ich mir dann andersrum so Megastädte in der dritten Welt angucke, definitiv ein Exportschlager werden. Andersrum ist, weiß ich nicht, habe ich jetzt persönlich auch ein Problem mit Entwicklungshilfe dahingehend, dass wir manchmal Entwicklungshilfe machen und denen unsere hochindustrialisierten Sachen dahin schicken und die das nicht anwenden können, weil es dafür weder das Know-how noch die Technik noch ganz viele Dinge fehlen. Das ist auch Quatsch. Dann finde ich die smarteren Lösungen, ne, wo wir an den Bedürfnissen, die da sind, uns entwickeln, besser. Gehen wir auf Abwägung Kosten. Sie haben hier und da ja auch ein paar Zahlen genannt. Eine Frage geht dahin, in Ihrer täglichen Arbeit, wie häufig spielt denn das Thema Ressourceneffizienz, Einsparung von natürlichen Ressourcen, ob jetzt erneuerbare oder nicht erneuerbare, ist mal dahingestellt, eine Rolle gegenüber einem reinen Kostendruck bei der Ausführung oder Beauftragung von Bauprojekten? Also gibt es Beispiele, wo jemand sagt, ja, kostet vielleicht mehr, aber mir ist es trotzdem wichtiger, dass ich Ressourcen einspare. Ja. Oder ist das nur ein Argument, wenn man durch die eingesparten Ressourcen dann auch günstiger zu einer Lösung kommt? Das ist meistens beides. Das ist ja das, was, wenn man es mal hintereinander bringt. Also wir haben A, immer mehr auch Auftraggeber, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, ne, und wo das tatsächlich, wenn sie das sinnvoller machen können, auch egal ist, ob es mehr kostet als solches. Es ist aber tatsächlich auch ganz oft so, dass es in Summe hinterher gar nicht mehr kostet dafür, ne, sondern im Gegenteil, ne, dass das an ganz, ganz vielen Stellen tatsächlich Kosten einspart. Wir haben die Mull und Partner Gruppe, wozu die ICP gehört, hat ein Start-up gegründet, die Go Blue Now, die sich nur mit solchen Themen beschäftigt. Wenn ihr Unternehmen eine gewisse Größenordnung erreicht hat, müssen sie Nachhaltigkeit bewerten, im Moment nur. Wir müssen einen ESG-Bericht dazu verfassen, der das tatsächlich, wenn man es gut macht, auf den Punkt bringt und auch sichtbar macht, ne, das ist das, was ich mit Transparenz meine, dass das nicht nur ein Image-Vorteil ist, ne, sondern tatsächlich in ganz vielen Stellen die intelligentere Variante ist, wenn man nicht nur bis morgen denkt, sondern vielleicht bis übermorgen. Ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können. Sie haben ja Cradle to Cradle im Bauwesen vorgestellt mit Beispielen. Die Frage aus dem Chat war, gibt es dazu auch Kosten? Also ist es teurer, so zu bauen, wie das jetzt dargestellt wurde? Meine Vermutung wäre, dass man auf jeden Fall den kompletten Lifecycle anschauen muss, also inklusive der Entwertung. In der Herstellung wird es sicherlich erstmal teurer sein. Aber haben Sie Daten oder Beispiele zu dieser Frage? Ja, gibt es, ne? Dresd und Sommer zum Beispiel, ne? Die haben sich das ganz dick auf die Fahne geschrieben. Und es gibt in Hamburg auch ein ganzes Unternehmen, die das Cradle to Cradle tatsächlich auch entwickelt haben, die das Bild bewertet haben. Ich würde sagen, in erster Linie ist es teurer in der Planung.
tatsächlich, ne? Weil der Beratungsaufwand ist eine ganze Ecke höher in dem Ganzen. Dann ist es tatsächlich erstaunlicherweise ganz oft im Bau gar nicht so viel teurer in dem Sinne, weil wir ganz oft tatsächlich Materialien einfach einsparen, gar nicht erst mitverbauen. Und damit wird das Bauen dann tatsächlich simpler in ganz vielen Sachen, ne? Sodass wir, dass ich tatsächlich sagen würde, die reinen Baukosten liegen ein bisschen drüber, aber nicht viel. Wenn ich mir den gesamten Lifecycle von einem Gebäude angucke, und das ist etwas, was mich im Moment noch sehr ärgert, dass wir das nicht tun. Wir bewerten Gebäude, was die Energieeffizienz betrifft. Ne? Wenn das gut ist, hat es einen Goldstandard erreicht. Wir gehen aber nicht hin und bewerten das Gebäude dahingehend, ob das, wenn ich es irgendwann mal wieder zurückbaue und Neues dahin bauen müsste, was der Spaß dann kostet. Und wenn ich mir angucke, was der Rückbau von einem Gebäude kostet, was ich jetzt ganz modern gebaut habe und mit einem Wärmedämmverbundsystem eingepackt habe, ist der das, was ich danach zur Deponie oder vielmehr in die Müllverbrennung fahre, weil anders geht es nicht. Das ist ungefähr 10-mal so teuer, wie das ganze Gebäude im Einkauf gekostet hat. Deswegen, spätestens wenn ich das mitbedenke, daran ist die Frage obsolet. Machen wir mit Gebäuden nicht, weil wir denken immer, wir bauen für die Ewigkeit, was Quatsch ist. Tun wir schon lange nicht mehr. Haben die Römer gemacht, wir nicht mehr. Gab tatsächlich auch einen Kommentar dazu, ein sehr prominentes Beispiel bei uns. In Esslingen ist das Landratsamt, das etwa 50 Jahre alt war oder noch nicht mal so alt, gerade abgerissen worden und wird neu gebaut an gleicher Stelle mit ähnlicher Formatur. Ja, da müssen wir müssen auch einfach ehrlich sein. Ne? Das ist ein Haus, ne? Ich pflanze einen Baum, ich baue ein Haus, das ist heute nicht mehr so. Wenn die Nutzung da nicht mehr richtig ist, ne, dann wäre es geschickt, wir würden es einfach komplett auseinanderbauen und an anderer Stelle die Steckdose wieder in ein anderes Gebäude einbauen. Und nicht abreißen, weil es verklebt ist, und wegwerfen. Welche Rolle sehen Sie für den Rohstoff Holz? Die Frage ist allgemein gestellt, aber ich denke, insbesondere in der Bauindustrie. Es ist ein wunderbarer Baustoff, tatsächlich. Wir bauen damit inzwischen Hochhäuser. In Heidelberg steht eins, die Schweiz hat mehrere gebaut. Es ist ein Baustoff, der meiner Meinung nach ganz lange enorm verkannt worden ist. Als solches. In der Gesamtenergiebilanz, zum Beispiel im Vergleich zu einem Betonhochhaus, ganz, ganz weit vorne, viel intelligenter, muss man natürlich differenziert betrachten, wenn ich irgendwo, das ist immer eine Frage, wo das Holz jetzt herkommt und wie es angebaut worden ist, ob es richtig gut ist. Aber viele, viele Pluspunkte erstmal. Frage auf einer ganz anderen Ebene. Sie haben ja jetzt die Frage auseinandergenommen, Lösungen präsentiert, alles sehr überzeugend. In der öffentlichen Diskussion spielen Ingenieure und Ingenieurinnen zumindest kaum eine wahrnehmbare Rolle. Mhm. Riesenproblem. Diskussion um die Energiewende. Warum glauben Sie, ist das so? Und was müsste sich ändern, dass die Rolle da stärker wahrnehmbar wird? Ich glaube tatsächlich, dass ganz schön viele Menschen denken, das, was Ingenieure machen, ist so komplex, verstehe ich eh nicht. Ne? Gleichzeitig sitze ich aber immer da und denke, besser erklärt als die Sendung mit der Maus wird schwierig. Und das ist eine Sendung für Kinder dafür. Ne? Das heißt, wenn wir die Welt begreifbarer machen wollen, und das wird nötig, ne? Wenn ich nicht weiß, wo ich meine Ressourcen verbrauche, dann rege ich mich über ein blödes Heizungsgesetz auf, ne? In dem Sinne, oder welche solche Sachen, ne? Dann sorge ich dafür, dass die Diskussionen, die in der Öffentlichkeit stattfinden, unsinnig sind. Das heißt, ich denke, die Aufgabe von Ingenieuren wird viel, viel mehr sein, dass wir das in Zukunft transparent machen für Leute nach außen. Ich erlebe das in meinem Tagesgeschäft, und wenn ich mit den Gutachten und Bemessungen, die wir machen, das nicht so rüberbringe, dass der Baggerfahrer draußen das umsetzen kann, dann war es schlecht. Habe ich es nicht richtig gemacht. Das heißt, wir sollten nicht hingehen und so zu tun, als wäre das, was wir da machen, etwas, was sowieso keiner versteht, weil wir die Tollsten sind, sondern bitte das Gegenteil. Wir machen es für die anderen Menschen, und wenn ich es nicht begreiflich machen kann, war es schlecht. Denke ich. Dafür. Es gibt inzwischen, was ich total spannend finde, ne, so manche Apps, die CO2-Abdruck irgendwie versuchen zu bemessen von dem, was ich da tue. Das ist natürlich nie zu 100% richtig, ne? Aber es gibt ein ganz gutes Gefühl dafür, um das einzuordnen, was wir da tun. Wir machen das in unserem Ingenieurbüro für ganz viele Bauprojekte, die wir machen, indem wir das vergleichen. Und wir haben zum Beispiel mal überlegt, ob wir bei einer Altlast einen ganzen Deponiestandort von der Chemieindustrie zurückbauen. Und
der Energieverbrauch wäre 10 Jahre die Stadt Mannheim gewesen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ne, das wäre eine furchtbare Energieverschwendung gewesen. Das sind Dinge, mit denen macht man das messbar, bewertbar, vergleichbar, begreiflich. Und das ist das, was Ingenieure noch lernen müssen. Deswegen ist diese Veranstaltung gut, glaube ich. Wir tun unser Bestes, ja. Mhm. Es gibt nochmal Fragen zum Bau. Wir kommen zurück zu Ihrem Kernthema. Vorher haben wir über Holz gesprochen. Ein großes Problem, insbesondere wenn man die Energie, die CO2-Bilanz anschaut, ist Zement. Mhm. Eine Frage, oder so leitet die Frage ein, kennen Sie ungefähr den Energieverbrauch der Zementherstellung in Deutschland? Und ich würde da anschließen, ist was in Aussicht, was uns von diesem hohen Energieverbrauch oder insbesondere dem CO2-Ausstoß bei der Zementherstellung wegbringen kann in den nächsten Jahren? Ich müsste es tatsächlich nachgucken. Ich weiß es nicht. Ne? Wenn ich direkt gucke, das BMWK, das Bundesministerium für wirtschaftliche Dings, hat veröffentlicht, eine Tonne Zement im Durchschnitt 110 Kilowattstunden eingesetzt. Ne? Wenn Sie das mit Ihrer Glühbirne zu Hause vergleichen, ist das verdammt viel dafür. Wir können das rund, und wenn ich mir überlege, wie viel Beton wir tatsächlich produzieren, ist das unfassbar viel, was dabei rumkommt in der Richtung. Dann muss man noch dazu berücksichtigen, dass unsere Zementindustrie so viel Energie verbraucht, dass wir das nicht aus der Steckdose holen, sondern unsere Zementindustrie verbrennt Autoreifen und was weiß ich alles, um genügend Energie herzustellen. Dafür. Das ist mit einem entsprechenden Abgasfilterung oben drauf zu sehen, und die blöden Dinger müssen ja auch irgendwo hin, ne? Aber eigentlich ist es Ressourcenverschwendung ohne Ende an ganz vielen Dingen. Beton ist ein ganz wunderbarer, uralter Werkstoff, gibt seit über 2000 Jahren. Die Menge an Beton, die wir verbrauchen, ist das Problem. Wir bauen ein Gebäude aus Beton, stellen irgendwann fest, gefällt uns nicht mehr, schieben das durch den Schredder und werfen es weg. Also es ist nicht der Zement das große Problem, sondern unser Umgang damit. Das ist ähnlich wie mit Plastik. Plastik per se ist etwas, was unser Leben wunderbar bereichert hat, in allen möglichen Dingen, ganz viele Dinge möglich gemacht hat, dass wir es wegwerfen. Ist das Thema dafür. Es gibt ganz, ganz viele Nutzungen, wo wir versucht haben, das irgendwie ein bisschen besser zu machen, in Recyclingbeton und solchen Sachen. Das macht es einen Hauch besser, ist aber meiner Meinung nach halt Downcycling, und damit löst es das Kernproblem nicht. Wir müssen aus dem Zement und dem Beton, den wir herstellen, Sachen bauen, die wir genauso, wie es dann zusammengebacken ist, wiederverwenden. Und eine Methode für sowas sind tatsächlich Fertighäuser, die in Scheiben hergestellt werden, wenn Sie so wollen. Und wenn ich das Ding auseinanderbaue wieder, wenn ich keinen Bock mehr habe, da drin zu wohnen, dann kommt der Fertighaussteller und fährt es wieder weg und baut es woanders wieder zusammen. Das wäre sinnvoll. Dafür. Oder indem wir sowas in ein Ständerwerk, ein Fachwerk einbauen aus Holz. Oder. Mhm. Vorher schon. Okay. Mhm. Nächste Baufrage. Ich weiß nicht, ob Sie da die absolute Expertin dazu sind. Sie dürfen auch gerne verweisen an Studiengänge bei uns. Klimasystem, sehr viel diskutiert worden in der Öffentlichkeit. Welches Klimasystem, ich würde da jetzt heizen und kühlen drunter verstehen, würden Sie für die Zukunft empfehlen? Da bin ich tatsächlich kein Experte. Wir diskutieren das gerade mit unserem eigenen Haus in dem Sinne, und unserem Büro als solches. Ne, ich persönlich würde sagen, die Energie, die ich nicht verbrauche, ist die beste. Dafür, ne? Das heißt, dass man da die Gebäude schon mal intelligenter gestalten muss für solche Sachen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, im Moment könnte ich als Spezialtiefbauer, ne, finde Geothermie, was ganz spektakulär, ziemlich cool ist. In dem Sinne finde ich es schade, dass wir da so wenig noch von nutzen dafür. Ich glaube, je nachdem, wo man ist, ist die Wärme, Abwärmenutzung, also Wärme, Fernwärmenetze etwas hochintelligent ist, ne, weil es ist einfach nur Unfug, dass wir das einfach über Kühltürme oder sonst wohin wegblasen. Das ganz vorne weg. Das sind also Ressourcen, die einfach da sind, die wir nicht genug nutzen. Und dann kommen natürlich alle anderen Systeme, die hinten dran hängen. Ne. Das ist, ich glaube, auch keine einfach zu beantwortende Frage, sondern individuell sehr, sehr verschieden. Und gibt es, glaube ich, bei Ihnen bessere Fachmänner als mich oder Frauen. Mhm. Wunderbar. Bringt mich zu meiner
schon letzten Frage für heute. Sie haben ja hier und da Hinweise auf unsere Vorveranstaltungen eingebaut. Kennen Sie meine Abschlussfrage? Haben Sie Empfehlungen für unsere Studierenden? Ja, werden Sie Ingenieur. Ne? Ganz korrekt. Machen Sie es Wir haben aber fertig. nicht nur Ingenieure. Also wir Ja, haben ich auch würde jetzt mal vertieft dafür. wird soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege kann man bei uns studieren. Okay. Ich Also kenne relativ hauptsächlich Ihre breit. Ingenieure. Davon haben wir auch schon ein paar eingestellt. Dann bei uns in der Richtung für Ihre Ingenieure tatsächlich. Ich finde, das Wichtigste, was ein Ingenieur oder auch alle anderen Leute, die bei Ihnen arbeiten, Betriebswirt genauso, am besten tun muss, gucken Sie mal den Tellerrand. Ne? Wenn Sie das, was Sie da tun, für Ihre Umwelt nicht begreiflich machen, dann ist es, wie soll ich das ausdrücken, ne? Ist es auch eine Form von Ressourcenverschwendung, und zwar die Ihrer eigenen dafür. Ich finde, wenn ich jetzt mal meine Berufssparte nehme, ich bin ein Bauingenieur, das trifft es in das Wort, finde ich schon tatsächlich im Deutschen nicht so gut wie das Englische. Im Englischen ist es ein Civil Engineer. Das ist also ein Ingenieur, der sich mit der Zivilisation beschäftigt als solches. Als Abiturient hätte ich niemandem sagen können, was ein Bauingenieur oder ein Civil Engineer macht. In dem Sinne, wenn Sie sich umgucken, gibt es hier nirgendwo, das ist alles das, was, also es gibt hier keine Berührungspunkte, die nicht mit dem zu tun haben, was wir machen. Und da sind wir so unsichtbar, da gebe ich Ihnen völlig recht, dass das blöd ist. Das ist einfach vollkommen dumm. Das ist dumm in Bezug auf Nachwuchs für uns, das ist aber auch dumm, indem wir dafür keine Wertschätzung dann erhalten für das, was wir da tun. Wenn nur eine spektakuläre Brücke, eine der schönen Brücken, wenn man bei Ihnen weiterfährt, hinten von der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm, die finde ich sehr schön geworden, haben wir auch mit dran rumgebastelt. Aber das ist es nicht, was diesen Job so spannend macht. Dafür, ne? Sondern tatsächlich, dass wir die Welt ein bisschen besser machen können an ganz vielen Stellen. Und wenn wir das nicht transportieren können, war es umsonst. Deswegen seien Sie mutig. Fragen Sie, in meiner Kindheit gab es eine Kindersendung, ne? Da hieß es immer, wer, wie, was, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Nur die zentrale Frage ist immer überall, warum? Warum mache ich das? Ne? Wofür soll es werden? Das ist das, was ein Ingenieur zuerst herausfinden muss. Was ist das Problem? Vielen Dank für diesen sehr praxisorientierten Tipp an unsere Studierenden. Damit darf ich mich bei Ihnen bedanken. Der virtuelle Applaus sollte Ihnen sicher sein. Vielleicht sehen wir ihn gleich noch. Wir hatten über 100 Teilnehmende heute. Da kommt er. Ganz herzlichen Dank. Danke, mein Vergnügen. Und wenn da noch andere Fragen sind, ne, also man findet uns im Internet, fühlen Sie sich frei, schreiben Sie uns. Ich denke, die meisten Dinge, die da irgendwie sind, sowohl für Ihre Studenten, ne, Sie können auch bei uns Praktikas machen, was auch immer. Feel free. Ne, Und bei Interesse gerne auch an das Team des Studium Generalis mich oder Frau Andries wenden. Dann können wir genau. Kontakt herstellen. Vielen Für Dank heute, für die Möglichkeit. Dankeschön. Für heute bleibt mir allen Teilnehmenden noch die Bitte, wir machen eine Umfrage am Ende jeder Veranstaltung. Das müsste schon auf der rechten unteren Seite bei Ihnen sichtbar sein oder wenn Sie mit dem Smartphone unterwegs sind. Gucken Sie mal auf Ihren Screen. Uns interessiert, was hat Ihnen heute gefallen? Gerne auch, was sollten wir beim nächsten Mal noch besser machen? Außerdem, ich habe es angekündigt, das war jetzt das Semesterende, wünsche ich natürlich allen Studierenden eine erfolgreiche Prüfungszeit, die diese Woche losging. Schöne Semesterferien und bedanke mich bei all unseren Sponsoren. Sie sehen es bei mir im Hintergrund, die Gips-Schüle-Stiftung unterstützt uns. Die Friedrich-Naumann-Stiftung, die Stiftung der Sparkasse, Kreissparkasse in Esslingen und die Bildungsstiftung der Hochschule Esslingen. Außerdem ist unser Programm für den Herbst schon fertig. Also melden Sie sich für unseren Newsletter an. Im Wintersemester beschäftigen wir uns mit der künstlichen Intelligenz, Herausforderungen und Chancen. Auch da warten wieder vielfältige Vorträge auf Sie. Dann wünsche ich einen schönen Abend und Genau, alles tschüss. Gute. Wiedersehen. Tschüss.